Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part haben wir gleich einige Level geschafft, 6 Stück waren es, glaube ich. Und damit haben wir schon die dritte Welt abgeschlossen und sind hier in Welt 4 einer Strand- oder Wasserwelt angekommen. Und da werden wir gleich mal weitermachen mit dem ersten Level, Level 4.1. Wird natürlich auch wieder heute coole Challenges geben. Ich hoffe zumindest, dass sie cool werden, aber mal sehen. Auf jeden Fall kann ich dann gleich mal hier zur allerersten kommen. Und zwar, bei der Challenge darf man oder muss man den Pinguinanzug benutzen. Und es geht wieder ums Einfrieren von Gegnern, weil das echt ziemlich cool ist eigentlich, wenn man da lustige Sachen damit anstellen kann. So zum Beispiel, um zur ersten Starcom hinzukommen. Aber es geht vor allem um die Igloks, heißen sie, glaube ich. Das sind diese Stachel-Igel-Gegner. Und zwar muss man es nämlich bei denen schaffen, dass man alle von den... Dass man alle von den kleinen Igloks, die im Level vorkommen oder die man sieht, dass man all die besiegt, während sie eingefroren sind. Das ist die Aufgabe. Ich werde dann gleich noch vielleicht einen kleinen Tipp geben, wie man das ungefähr anstellen könnte. Weil sich das jetzt vielleicht etwas verwirrend anhört im ersten Moment. Die anderen Gegner sind komplett egal, die kann man besiegen, muss man aber nicht. Es geht aber vor allem darum, dass man eben die kleinen Igloks, die großen nicht, weil die großen kann man gar nicht besiegen, außer mit einem Stern oder sowas. Die nicht, aber die kleinen muss man eben alle besiegen, während sie eingefroren sind. Und wie gesagt, ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie man das denn ungefähr... Ne? Hilfe. Ungefähr vielleicht machen könnte. So, da ist jetzt zum Beispiel einer. Ja, Stern. Ich lasse den mal aus, den Stern. Oder solchen. Ja, komm, ich lasse mal aus. Komm, ich will es jetzt zeigen, wie es funktioniert ungefähr. Denn wenn ich den einfriere, dann rauscht er so nach oben ein bisschen, fällt dann aber wieder nach unten. Und wir haben ja schon gelernt in einem... Ja, verdammt. Jetzt habe ich doch wieder zu viel Blödsinn gemacht. Wir haben ja schon gelernt bei der vorherigen Challenge, wo man die Wasseroberfläche komplett mit Eis bedecken musste, dass Eisblöcke, wenn sie da so nach oben schwimmen, kaputt gehen, wenn sie gegen irgendetwas anderes stoßen. Und deswegen kann man sich jetzt vielleicht schon ungefähr denken, was man dann hier tun muss. Zum Beispiel bei diesem Igloo hier, da kann ich es mal vormachen. Ich glaube, bei ihm ist es recht einfach, ihn zu töten, während er eingefroren ist. Nämlich einfach so. Genau, weil da oben war die Decke, die Röhre, und deswegen ist er da dagegen geknallt und das hat funktioniert. Man muss halt da ein bisschen drauf aufpassen, weil die Igloks halt relativ schnell wieder auftauen, wie wir jetzt sehen konnten, und sie halt dann eben nach unten fallen. Ach, okay, hier ist ein kleiner Bonus. Egal. Weil sie dann eben nach unten fallen, und da muss man halt eben ein bisschen drauf Acht geben. Aber ansonsten muss man halt immer irgendwie schauen, dass man die Igloks mit den Eisblöcken so positioniert, dass man in irgendeiner Form eine Decke über ihnen hat, um dann sie, während sie eingefroren sind, zerstören zu können. Das ist hier die Aufgabe. Also auch so ein bisschen rätselmäßig, da muss man auch ein bisschen nachdenken. Es wird auch von der Zeit her gar nicht so einfach, weil es gibt einige kleine Igloks in dem Level. Da sind jetzt große, die muss man, oder kann man ignorieren. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Die kann man ignorieren, weil die kann man nur mit Stern, glaube ich, töten, sonst gar nicht. Und die kann man nicht mal einfrieren oder sowas, weil die zu groß sind. Und deswegen, die kann man ignorieren, aber die kleinen, da muss man es eben bei allen schaffen. Und das sind einige, die hier im Level vorkommen. Und das wirklich bei jedem Einzelnen hinzukriegen, dauert ziemlich lange, weil man da halt eventuell auch ein bisschen dafür planen muss und komische Sachen machen muss und so, die eventuell länger dauern können. Und deswegen wird man dann ein bisschen Zeit dafür brauchen für die Challenge. Und da ist auch ein bisschen dann, oder da kommt auch ein bisschen die Schwierigkeit dann her, weil man das auch wirklich zeitig schaffen muss. Vor allem hier am Ende, seht ihr, da kommen sehr, sehr viele nochmal vor. Ja. Ich glaube, ich muss hier oben rum. Für die letzte Starcoin. Genau, hier oben ist sie einfach. Okay, perfekt. Die Röhre führt mich, glaube ich, einfach nur jetzt dann gleich bei der Fahnenstange oben hin, damit ich sie auch oben erreichen kann an der Spitze. Genau, ja. Noch ein gezielter Sprung vom Koopa. Perfekt. Yay. Mario Time. Der Pinguinanzug ist gleichzeitig so süß, aber auch so dumm. Ich liebe ihn total. So, das war das erste Level. Gab es bei der Challenge noch irgendwas anderes, was ich erwähnen wollte? Nee, genau, das waren schon alle Regeln. Keine extra Regeln oder sowas, einfach alle kleinen Igloks, die auftauchen, während sie vereist sind, besiegen. So, jetzt hier wieder ein kleiner Kampf gegen den lustigen Typen. Den kann man auch jetzt nicht so richtig besiegen. Mit Feuerblume würde es gehen, mit Stern würde es auch gehen, mit Eisblock oder Feuer, oder halt mit den Eisbällen, Pinguin oder Eisblume geht es eben nicht. Ich kann nur ganz kurz einfrieren, deswegen muss ich einfach, Mann ey, bin so schlecht. Muss ich einfach alle Dinge einsammeln, damit er verschwindet. Ja, jetzt habe ich den Pinguinanzug nur verloren, aber egal. Dim, 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 dim. So, ich will gleich das nächste Level machen, das ist interessanter, wegen den Challenges. Das hier ist, glaube ich, 4-2. Genau. Let's go.
So, genau, hier ist die Challenge sehr, sehr schnell und einfach erklärt, denn hier ist es einfach mal wieder ein Speedrun, ganz klassisch, und zwar muss man das Level abschließen mit noch mindestens 447 Sekunden Restzeit auf der Uhr rechts oben. Genau, und das war's auch schon. Ansonsten keine weiteren Regeln, ohne Power-Ups natürlich, wie immer. Ja, das war's auch schon. Und die Tatsache, dass die Zeitbegrenzung, die ich hier vorgebe, nämlich 447 Sekunden so eine ganz eklige Zahl ist, spricht dafür, dass es diesmal ein nicht ganz so einfacher Speedrun vielleicht wird, bei dem man ziemlich genau sein muss und man wenig Fehler machen darf. Und so ist es auch. Weil der allererste Speedrun aus dem ersten Level, da waren es ja, ich glaube, 445 Sekunden, was eine ganz schöne Zahl ist, finde ich, weil die auf 5 endet und so. Und die sind alle ganz schön, wenn sie auf 5 oder 0 enden. Aber hier jetzt, das endet auf 47. Der Speedrun hier, das ist ziemlich hässlich. Aber ich habe das eben so gemacht, weil halt das gerade so das ist, was geht. Ich weiß nicht, ob 48 überhaupt möglich ist, ohne Power-Ups. 47 habe ich geschafft, das dürfte funktionieren, hoffe ich. Aber 48 geht eben, glaube ich, nicht. Und für 47 muss man halt schon sehr, sehr genau sein. Es gibt auch die ein oder andere Stelle, bei der man ziemlich tricksen muss, bei der man gewisse Mechaniken sogar kennen muss, die nicht so wirklich bekannt sind, die ich auch erst durch Rumprobieren rausgefunden habe. Also es gibt da einiges, was man hier bei der Challenge beachten muss. Und dementsprechend könnt ihr es gerne mal versuchen, wenn ihr gerne Speedruns macht, weil das ist auch ziemlich cool. Das kann auch nervig sein mit den ganzen fliegenden Cheat-Sheets hier, aber man kann das auswendig lernen, wo und wann die kommen und dann eigentlich dadurch ganz gut gegen sie vorgehen. Also wenn man hier viel übt in diesem Speedrun, wird man auch immer besser werden. Wird immer besser verstehen, an welchen Stellen man wie vorankommt, wo Cheep-Cheeps kommen, wann man springen muss, um ihn ausweichen zu können, wann man einfach durchlaufen kann. Also hat da wirklich auch eine hohe Lernkurve, das Level. Und kann man wirklich mal versuchen, wenn ihr wollt, den Speedrun hier zu machen. Okay. So, einen Secret Exit gibt es, glaube ich, nicht. Das sieht ein bisschen so aus, als könnte man da zur Kanone hin. Aber ich glaube, im Turm gibt es einen Secret Exit, der mich dann zur Kanone hinführt. Also ich glaube, hier ist keiner. Das sollte passen. Achso, stimmt. Ich mache mal das One-Up-Spielchen übrigens kurz. Weil die sind ja immer ein bisschen anders, glaube ich. Also ich bin mir recht sicher, dass es da schon verschiedene Anordnungen gibt. Ich meine, ich habe schon 99 Leben, ne? Deswegen könnte ich auch eigentlich auslassen. Es soll ja hier im Let's Play eher um die Challengers gehen. Aber trotzdem. Ist es wieder dieselbe Anordnung? Es gibt doch da verschiedene, oder? Ah ne, okay, jetzt gibt es wenigstens mal Zweierleben oben. Ja, doch, und das ist schon auch anders. Ja, das ist anders. Moment. Weil die sich nur hin und her bewegen und nicht in einem Kreis wie davor. Okay, da sollte man eher die inneren beiden Kanonen nehmen als die äußeren. Das wäre hier besser gewesen, aber ja. Wenn ihr One-Ups braucht, dann habe ich ja euch einen Trick gezeigt. Jaja, habe ich euch ja einen Trick gezeigt, wie ihr das besser machen könnt als mit den One-Up-Häusern hier. Mit den One-Up-Toad-Häusern. Einfach in dieses dunkle Level da gehen in Welt 2, am Ende bei dem Panzer den Trick machen und dann habt ihr easy 99 Leben. Also das ist geschickter, würde ich sagen, als die One-Up-Häuser da alle durchzumachen. Aber, na gut. So, dann haben wir Level 4-3 und genau, hier hat die Challenge mit diesen lustigen Krabben hier zu tun, die diese noch lustigeren Felsen durch die Gegend werfen. Naja, so lustig ist vielleicht auch wieder nicht. Und zwar ist hier die Aufgabe, ich glaube, das ist gar nicht so eine schwierige Challenge, aber eine ganz lustige für zwischendurch. Und zwar ist die Aufgabe, dass ihr schaffen müsst, dass zu irgendeinem Zeitpunkt, Alter, wie scheiße bin ich eigentlich, dass zu irgendeinem Zeitpunkt mindestens 10 Felsen von diesen Krabben hier gleichzeitig im Bildschirm zu sehen sind. Jetzt gerade ist es nur einer, weil der wird immer zerstört, da oben. Also das am Anfang geht noch nicht so richtig. Man muss schon sich ein bisschen was überlegen, um das schaffen zu können. Aber es gibt halt ein paar Stellen später, wo viele von den... Soll man hier Minipilz haben? Ah ne, genau, so kann ich ja auch entlang surfen auf dem Wasser. Ja, scheiße. Ja, Alter, das gibt's nicht. Wie schlecht war das jetzt eigentlich? ja, ich aktiviere mal den Checkpoint und nehme halt nochmal Schaden. Alter, bin ich scheiße. Wie ich da jetzt einfach 50 Mal nicht hinkam bei der blöden Sternmünze. Genau, ich wollte noch sagen zur Challenge, es gibt halt später... Ah, hier ist auch ein Minipilz, okay. Später eventuell Stellen, wo halt viele von diesen Krabben vorkommen. Mhm. Und zum Beispiel, wenn ich... Jetzt nicht sterben. Hier hätte ich halt jetzt zum Beispiel 3 gerade im Bildschirm. Da rechts ist noch einer, aber das schaffe ich nicht ganz. Also es müssen wirklich, ihr könnt auch passieren zwischendurch, um es leichter zu machen. Es müssen halt zu irgendeinem Zeitpunkt hier jetzt dann mindestens 10 Felsen auf einmal zu erkennen sein. Wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr eben auch die Challenge erfüllt. Ihr müsst natürlich noch das Level abschließen und sowas, ne, wie immer. Aber das ist halt hier die Aufgabe, dass irgendwann... Wie mache ich das jetzt eigentlich? Dass irgendwann mindestens 10 Stück zu erkennen sind. Da könnte was drin sein in der Röhre.
Ding, okay. Okay, aber da unten geht's auf jeden Fall rein. Ja. Hundertprozentig. Genau, okay. Könnte die dritte Sternmünze sein. Ja. Yay, ein Herz. Wie schön. Ja, vielleicht lieben die sich die beiden oder so. Vielleicht vollziehen die gerade den Akt. Ich gehe mal lieber wieder. Wollen wir sie da nicht weiter stören. Ich weiß nicht, wie das bei Iglox aussehen würde, wenn die sich fortpflanzen. Ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. So, dann Red Points. Ja, ich versuch's mal. Aber ich sollte eigentlich das Level jetzt einfach eher abschließen. Weil das ist jetzt fast zu riskant, was ich da tue. Aber passt, okay. I did it! Die Stimme von Mario. Aber ich kann mal auch ein Level mit ihm abschließen, mit Minipilz. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Weil er hat dann auch eine lustige Stimme. Können wir uns mal kurz anhören. So. Ja, man soll sogar hier auch noch den Minipilz am Ende haben. Genau, deuten die Münzen hier ganz klar an. Ja, nicht mal ganz oben erwischt. Egal. Oh yeah, Mario Time! wunderschön. So, auch das haben wir. Haben wir schon 3 Level heute geschafft und noch einiges an Zeit. Also heute kommen wir auch wieder gut voran. Den Turm muss ich aber natürlich doppelt spielen, weil der eben, meine ich, einen Secret Exit haben dürfte. Aber machen wir auch nochmal. It's a good time! So, genau, hier auch eine coole Challenge, nämlich wieder eine Rätsel-Challenge, so ein bisschen. Und zwar ist die Aufgabe, dass ihr schaffen müsst, auf jedem von diesen Metallblöcken, die im Level vorkommen und die nicht irgendwann mal in eine Schlucht fallen, dass ihr auf jedem mindestens einmal draufgestanden seid. Hört sich jetzt kompliziert an. Im Klartext heißt es, dass ich die Challenge jetzt schon verloren habe. Denn bei den beiden unteren von diesen Metallblöcken kann ich mich nicht mehr draufstellen, weil da halt die anderen beiden oben drauf sind und ich kann mich da nicht mehr draufstellen. Bei den beiden geht's noch, aber bei den unteren beiden halt nicht mehr. Und wenn das irgendwann mal passiert, dass die halt eingeschlossen sind und dass ich da nicht mehr draufkomme, hat man sofort verloren. Weil die Aufgabe ist es eben, dass ich bei jedem Metallblock, der nicht in eine Schlucht fällt letztendlich, dass ich mich da halt mindestens einmal irgendwie oben draufgestellt habe, dass ich da einmal drauf stand. Es gibt eben auch Metallblöcke, wie diese hier, die in Schluchten fallen und wo auch unendlich viele kommen. Und da muss man das natürlich nicht machen, weil wie gesagt, da kommen unendlich viele. Das wäre auch ein bisschen doof, dann die Challenge. Deswegen, ihr müsst es wirklich nur bei den Metallblöcken machen, wo nicht unendlich viele kommen und die halt nicht irgendwann dann in eine Schlucht abhauen werden, sondern die wirklich dann an einem festen Platz irgendwann sitzen. Und da müsst ihr es halt eben schaffen, auf jeden draufgestanden zu sein. Das ist am Anfang noch recht einfach. Jetzt gerade eben habe ich es ja trotzdem verkackt. Ich spiele ja die Challenge auch nicht. Da rechts geht es übrigens rein. Aber es gibt eine Stelle später, vor allem, die es dann ziemlich schwierig macht und wo man sich wirklich ein bisschen überlegen muss, wie das funktionieren kann. Und deswegen finde ich auch eher, dass es eine Rätsel-Challenge ist, weil das jetzt vom Jump-Run-Geschick her zu schaffen, ist nicht so schwierig, denke ich. Aber vor allem dann gleich bei der einen Stelle, die ich meine, die werden wir gleich noch sehen. Die werden wir sogar zweimal sehen, weil da glaube ich auch der Secret Exit ist, bei der Stelle. Da muss man sich schon im Vorfeld einen Plan überlegen. Wenn man da ohne Plan rangeht, wird man zerquetscht werden. Kann ich euch versprechen. Ich rede nämlich von... Ich glaube, jetzt kommt sie schon. Ah ne, noch nicht. Okay. Sorry, da... da noch nicht. Ich glaube, einen weiteren Raum muss ich noch entlang gehen. Dann kommt, glaube ich, die Stelle, die ich meine. Das ist ein bisschen nervig übrigens hier, entlang zu kommen. Okay, den Block lasse ich mal. Ich habe ja eh schon eine Eisblume hier. Das passt. Da links könntest du auch wieder reingehen. Da ist sehr viel grün. Ich weiß mal nicht, von unten aus sogar vielleicht? Ah ne, okay, da oben. Mit dem Minipilz. Ich bin mir aber recht sicher, dass da oben nichts ist tatsächlich. Also nichts Wichtiges. Man kommt mit Minipilz hier links in die Wand rein. Und ich glaube aber, das sind nur Münzen oder ein One-Up oder ein Power-Up-Block oder sowas. Ich bin mir recht sicher, dass da nichts Wichtiges ist. Weil die dritte Starcoin kommt, glaube ich, noch. Und der Secret Exit kommt auch noch, das weiß ich. Also ich glaube, da ist nichts Wichtiges. Und deswegen ist hoffentlich okay, wenn ich das nicht zeige. Aber ich meine, ich habe eh schon 99 Leben. Also ja. So, diese Stelle hier auf jeden Fall. Ihr seht, all diese Metallblöcke fallen gleich runter, aber nicht in eine Schlucht. Also man muss es schaffen, dass man bei der Challenge auf jedem Metallblock drauf stand. Und die fallen halt jetzt gleich total chaotisch irgendwie da runter. Und man muss erstmal auswendig lernen, wo und wann die runterfallen und wo und wann man wo hingehen sollte quasi, um das dann schaffen zu können. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Und man kann hier vor allem eben auch leicht, leicht zerquetscht werden. So, Starcoin erstmal. Okay, ich mache es erstmal normales Level. Aber man kann schon sehen, dass man hier auch in die Wand hätte reingehen können. Und da ist dann eben der Secret Exit. Genau, und wenn ich halt vor allem auf diesen Blöcken, die da jetzt verdeckt sind von anderen, wenn ich da halt nicht drauf gestanden bin bisher, dann werde ich es halt jetzt auch nicht mehr schaffen offensichtlich. Und dann habe ich halt verloren. Und da muss man es eben nochmal neu probieren. Genau. Hier am Ende bei den beiden auch nochmal. Das ist jetzt aber nicht so schwer. Das sollte man schaffen. Aber vor allem bei diesen Blöcken, die man gerade eben gesehen hat, bei denen liegt eben die Schwierigkeit von dieser Challenge. Weil man sich eben genau überlegen muss, in welcher Reihenfolge man auf die sich draufstellen sollte, um nicht zerquetscht zu werden.
aber auch damit die halt nicht blockiert werden von anderen, sodass man später keine Chance mehr hat, auf sie raufzukommen. Und das ist eben hier der Witz bei der Challenge. Also auch wieder ziemlich lustig, weil, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, ich mag es immer sehr gerne, wenn ich mir irgendwie so Rätsel-Challenges einfallen lassen kann. Weil eigentlich hat dieses Spiel ja keine so richtigen Rätsel. Aber wenn ich es halt bei den Challenges irgendwie schaffe, dann ist es immer irgendwie was Besonderes und Cooles, finde ich. Und deswegen mag ich es immer ziemlich gerne. Ach komm, ernsthaft, Wendy? Egal. Mario Number One! Wuhu! Und er senkt seine unsichtbare Mütze. Und tschüss. Ich habe sogar in Erinnerung, dass der Bosskampf in der Festung gegen Wendy gar nicht so einfach ist. Ein bisschen nervig ist der vor allem, weil da dann auch Wasser kommt. Aber ja, mehr dazu dann später im nächsten Part wahrscheinlich. Mhm, das war der richtige Weg, aber ich spiele es gleich nochmal. Denn, ja, nee, ich werde dir nicht helfen, sorry. Denn ich will dir auch noch den Secret Exit zeigen. Wir haben es ja gerade schon gesehen, wo er ist im Prinzip. Aber ich zeige ihn nochmal kurz. Moment. So, dann mal gucken, wie wir am besten da hinkommen. Ach komm, das war jetzt aber ein bisschen kacke, dass ich da so an der Ecke zwischen den beiden zerquetscht wurde. Richtig dumm einfach nur. Dann warte ich jetzt halt hier. So. Und gehe jetzt einfach hin. Nice. Ist doch gar nicht so schwer eigentlich. So, genau. Und hier, etwas ungewöhnlich für einen Turm, dass es hier einen Secret Exit gibt. Aber es gibt einen. Yay. This way. So, jetzt hat er sogar wieder seine Mütze, aber er wird sie jetzt gleich wieder instant verlieren, weil ich ja jetzt wieder 99 habe. Gerade eben hatte ich ja 98 nur, weil ich gestorben bin einmal, aber jetzt hat er sie wieder verloren. Kann Mario nicht mal ein bisschen besser auf seine Mütze aufpassen? So, die Kanone. Ja, ich speichere nochmal, meinetwegen. So. Also, ja stimmt, das habe ich ja wieder ganz vergessen. Genau, immer wenn man einen Turm nochmal neu spielt oder auch eine Festung, dann kann man immer wieder speichern, wenn man will. Stimmt, das habe ich ja bei No-Coin-Challenges auch schon manchmal ausgenutzt. Aber ja, genau. So, Kanone, ganz kurz. Die schickt uns nach Welt 6 oder 7. Oder 8 sogar schon? Auch nach Welt 6, okay. Ist gar nicht mal so toll, irgendwie zwei Welten nur nach vorne. Ich meine, die allererste Kanone aus Welt 1 schickt einen ja gleich zu Welt 5, also 4 Welten nach vorne. Und die hier jetzt nur 2 Welten nach vorne. Naja. Und Welt 6 kennen wir ja sogar schon. Das ist diese Gebirgswelt. Also ja, nicht ganz so spannend leider. So. Okay, ich lass mal gleich und gehe wieder zurück. 4 waren wir, genau. Und jetzt, wenn ich nochmal gegen den Typen kämpfen muss, werde ich schneiden. Moment. So, jetzt aber. Können wir wirklich weitermachen mit dem nächsten Level, Level 4-4. Let's go. So, hier ist, genau. Ich glaube, hier ist die Challenge relativ schwierig. Ohne Power-Ups natürlich, wie eigentlich fast immer. Und zwar muss man hier, das ist ein fast reines Unterwasser-Level, hier muss man mit den Bloopern etwas Bestimmtes machen. Und zwar muss man bei den Bloopern in der Reihenfolge, in der sie auftauchen, immer, Moment, genau, unten, oben, unten, oben hindurch. Also beim ersten muss ich unten hindurch. Also hier so. Beim zweiten muss ich oben drüber, ja, schon verkackt, muss ich oben drüber, dann beim nächsten wieder unten durch. Hier, die Kinder zählen nicht das einzelne Blooper. Dann wieder bei dem, ja, ihr seht schon, das ist schwer. Dann oben drüber, dann wieder unten durch und so weiter. Es ist durchaus erlaubt, mal kurz anzuhalten vor dem Blooper und, ja, verdammt, schlecht. Und ihn ein bisschen sich bewegen zu lassen und erst später drüber oder drunter zu gehen. Aber es muss halt eben erfüllt sein, dass ihr bei den Bloopern immer... Jetzt habe ich schon die erste Sternmünze verpasst, oder? Wahrscheinlich. Weil ich wieder so abgelenkt war und nur auf die Challenge geachtet habe. Es muss halt eben erfüllt sein, dass ihr letztendlich, also wenn ich jetzt bei dem zum Beispiel oben drüber muss, ich weiß nicht, ob das so ist, aber angenommen, ich muss oben drüber, dann kann ich halt hier so ein bisschen antäuschen und dann hier so oben drüber. Das wäre erlaubt auf jeden Fall. Ja. Habe ich jetzt die... Ich habe sie verpasst, oder? Wahrscheinlich. Da in der gelben ist wahrscheinlich eine drin. Aber nur die zweite, denke ich mal. Das ist immer kacke, weil wenn ich die Challenges erkläre und ich dann am Anfang irgendwie gar nicht auf das Level achte. Ist immer doof. Ist ja doch keine Stern. Ist ja nur ein Stern einfach drin? Ja, okay. Nee. Der kann einen instant killen, der Kollege, wenn der einen auffrisst. Auch mit Power-Up. Na komm, okay. So, zack. Ah, okay, der droppt ein paar One-Ups. Ich habe immer noch einfach keine gefunden. Mann, jetzt muss ich das blöde Level auch nochmal neu spielen. Die ist wahrscheinlich total offensichtlich am Anfang. Und ich war nur zu blöd.
nervt mich ein bisschen. Okay, aber da ist jetzt eine drin. Oder? Ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall die zweite. Ich brauche sogar eine Eisblume hier. Moment. Okay, ja, oder Pinguinanzug geht auch, weil ich muss wieder den Cheap Cheap ausnutzen. Genau, und mit Eisblock hier hoch. Echt? So spät im Level? Wir haben doch schon irgendwie 3/4 vom Level abgeschlossen, oder? Ich meine, ich finde es okay, ich will mich nicht beschweren. Man kann Blooper gar nicht so richtig einfrieren, das wusste ich gar nicht, lol. Krass. Ich will mich nicht beschweren oder so, aber das habe ich nie erwartet. Nie und nimmer. Okay. Aber, finde ich, wie gesagt, okay. Ja, Pinguinanzug ist ja auch wirklich eine große Hilfe, weil ich viel, viel schneller mit dem noch schwimmen kann und viel agiler. Und den blöden Bloopern dann auszuweichen, ist wirklich sehr gut. Ja, okay, die kamen einfach alle direkt hintereinander am Ende. Am Anfang, das ist aber wirklich sehr ungewöhnlich. Eigentlich kommt immer eine vor dem ersten oder halt vor dem Checkpoint. Das ist wirklich fast nie so, dass alle drei hinter oder nur vor dem Checkpoint kommen. Das ist immer verteilt eigentlich. Dass immer eine oder zwei davor kommen und eine oder zwei halt danach. Und dass alle drei danach kommt auch noch so spät, weil die erste Sternmünze kommt ja nicht mal direkt nach dem Checkpoint, sondern noch ein bisschen weiter entfernt vom Checkpoint. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, finde ich. Aber ist okay, ich habe es ja geschafft. Also alles gut. Ja, und auch bei dem allerletzten Blooper, der übrigens im Unterwasserabschnitt auftaucht, der ist sogar rechts von der Röhre, bei der man nach oben kommen kann. Für den gilt es auch noch, dass man bei dem auch noch halt nach oben oder unten durch muss, je nachdem. Ich weiß nicht, was es dann bei dem ist, aber es muss halt immer abwechselnd sein. Und es gilt auch wirklich, dass man das in der Reihenfolge machen muss, in der die Blooper auftauchen. Man darf da nicht die Reihenfolge zwischendurch ändern oder sowas, sondern in der Reihenfolge, in der die Blooper halt den Bildschirm quasi berühren, in der sie auftauchen, da ist dann automatisch damit festgeschrieben, ob man bei dem oben oder unten durch muss, weil man es halt immer abwechselnd machen muss. Bei den Bloopern, wie sie von links nach rechts auftauchen. Okay, gut. Geht noch ein Level sogar? Haben wir heute auch wieder 6 Stück geschafft dann? Ich glaube schon. Das Geisterhaus machen wir auch noch. Vielleicht mache ich nur einen Exit dafür, aber und den anderen beim nächsten Mal oder so. Genau, hier ist die Challenge auch total seltsam. Ist auch wieder so eine Art Rätsel. Da gibt es jetzt einige von denen. Aber wie gesagt, ich finde die Rätsel auch voll cool. Rätsel-Challenges. Oder ist sogar der Secret Exit hier nach am Anfang? Ich glaube sogar schon. Oder ist es nur eine Sternmünze? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so lang sogar, das Level. Hier ist irgendwas, bin ich mir recht sicher an der Stelle. Genau. Ja, die Challenge spielt auf jeden Fall nur in einem einzigen Raum. Und deswegen werde ich gleich dann wieder erklären, was man tun muss. Wenn wir bei dem Raum sind. Ohne Power-Ups natürlich. Und ist wie... Ja, ich will den Pinguin behalten sogar. Ist wie gesagt ein... Rätsel, was man so ein bisschen lösen muss. Hat auch wieder mit Gegnern zu tun. Mit ganz bestimmten Gegnern, die so ziemlich nur hier vorkommen, glaube ich. In dem Level. Mit diesen Mäusen hier nämlich. Kann ich schon mal verraten. Bäh. Genau, das ist die dritte Starcoin. Das ist aber okay. Wir haben nicht die ersten beiden jetzt schon verpasst oder so. Das wäre hier auch sehr seltsam. Das wäre sogar noch seltsamer als in dem Blooper-Level gerade eben. Weil wir ja gerade erst angefangen haben in dem Level. Aber es gibt hier eben einen Secret Exit und ich bin gerade bei dem Secret Exit Weg. Und Sternmünzen, die auf dem Weg zu Secret Exit sind, sind immer die hintersten Sternmünzen quasi. Ja. Dürfte also eigentlich alles passen. Okay, jetzt dürfte ich einfach gleich schon da sein. Dann werde ich doch beide Exits noch machen, weil das auch wirklich ein recht kurzes Geisterhaus ist. So, genau, ich bin schon draußen. Und, ja, weißt du was? Ist mir egal. Ich hätte jetzt versuchen können, den wegzulocken, um mit dem Sprungbrett nach oben zu kommen. Aber viel zu aufwendig, viel zu dumm. Ich habe eh 99 Leben, also es bringt mir 0,0 die Fahnenstange oben zu erreichen. Und deswegen mache ich es einfach so und spare mir Zeit. Das bringt mir mehr. So, da komme ich zu einem Sternhaus, was mir aber auch egal ist. Und man kann aber vor allem noch das rechte Level skippen und direkt zur Festung kommen. Okay, so jetzt noch das Level normal spielen. Ich mache keinen Schnitt, weil der Secret Exit, der Weg, war ja direkt am Anfang. Und deswegen rase ich jetzt einfach dann schnell durch und gehe halt dann einfach nach rechts weiter. Tja, so viel dazu. Ich dachte, Mann, das hätte funktioniert, wenn die Plattform sich nicht nach oben bewegt hätte. So ein Quatsch. So, aber jetzt ein bisschen Speedrunnen. So, stylisch. Nicht hängen bleiben. Wahoo! Ui! So, da muss ein P-Switch sein oder sowas. Oder auch nichts. Okay, da oben ist auch noch was. Ah, hier ist er. Okay. So, mit der Plattform nach oben fahren. Und zack. Yay, Pfeil. Was soll mir der Pfeil nur sagen? Da kann man sich sogar hier softlocken dann eigentlich quasi in dem Level so ein bisschen. Wenn man... Oder kommt der P-Switch wieder?
Okay, ich glaube, der kommt wieder. Oder? Ja, okay. Weil sonst, wenn man das nicht schaffen würde, da die Münzen rechtzeitig wegzumachen und der wäre weg für immer, dann hätte man hier verkackt, aber da haben sie dran gedacht. Gut. So, ich glaube, jetzt, genau, jetzt kommt der Raum, wo die Challenge spielt. Und zwar ist es hier die Aufgabe, dass man von diesen Mäusen hier, dass man es da schafft, mindestens 21 Stück von denen in eine Reihe zu kriegen, dass sie hintereinander laufen, so wie jetzt hier. Es gibt hier eine Vierergruppe und dann noch eine Vierergruppe und dann hier noch eine Vierergruppe. Ich glaube, eine Dreiergruppe oder sowas kommt auch noch, keine Ahnung. Oder sind es immer Vierergruppen? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, wenn man auf sie drauf springt, dann laufen die anderen weg und schließen sich einer neuen Gruppe an. Jetzt haben wir schon eine 7er-Gruppe. Ihr müsst es schaffen, dass irgendwann mal hier so eine 21er-Gruppe existiert, wo mindestens 21 Mäuse in einer Gruppe sind. Das sind teilweise, als kleiner Tipp, genau, hier ist eine einzelne, am Ende, forever alone, die Arme. Das ist ziemlich viel 21 und bedeckt quasi den ganzen Bildschirm. Und deswegen als kleiner Tipp, ich würde euch empfehlen, dass ihr das hier am Ende macht. Ah, hier ist sogar... Jetzt habe ich mal eine verpasst. Muss dann mal gucken. Dass ihr das hier am Ende macht und dass ihr halt dann die Mäuse hier am Ende hinlaufen lasst. Weil hier habt ihr schön viel Platz. Ihr seid auch da oben in Sicherheit. Weil wenn ihr halt irgendwo anders seid, könntet ihr auf die Mäuse draufspringen und sie töten. Was schlecht ist, weil ihr müsst ja möglichst viele am Leben lassen, um auf 21 zu kommen. Und deswegen am besten dann eben hier so machen und dann gucken, dass halt jetzt dann, auch mit Pause vielleicht, dass jetzt halt dann 21 zu sehen sind, die alle in einer Reihe sind, alle in einer Gruppe quasi. Das müsst ihr eben hier erfüllen. Das ist die Aufgabe. Genau. So, jetzt habe ich aber wieder eine Sternmünze verpasst. Verdammt nochmal, warte kurz. War doch im allerersten Raum noch eine? Weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich nicht, weil da oben, das ist auffällig. Dass da noch zwei so Blöcke hervorstehen, aber wie komme ich da hin? Hier, das ist nur, damit die Mäuse rausrennen können. Jetzt muss ich das doch nochmal spielen, das Level. Hier konnte ich ja nicht rein, das habe ich ja schon probiert, ne? Ja. Ach Mann. Oh, das kotzt mich an. So ein Dreck. Ja, die ist einfach fake, oder wahrscheinlich, die Tür? Ne, die ist sogar echt. Ich meine, die obere führt dann einfach nur zum Bonusraum, oder wie? Das kann ja nicht die erste Sternmünze sein, weil die kam ja nach der zweiten Sternmünze in die Tür. Also kann es nicht die erste sein. Okay, das Level verwirrt mich gerade. Ich spiele es nochmal zum dritten Mal. Zeige euch kurz die Sternmünze, die erste, die ich verpasst habe. Und ich werde mal auch noch zeigen, was bei dieser anderen Tür da ist. Weil das interessiert mich jetzt irgendwie auch. So, Sekunde. Verdammt. Na gut. Okay, wenigstens mal noch kurz gucken, was hier oben ist. Es ist nichts Wichtiges wahrscheinlich. Kann gar nichts Wichtiges sein. What? Ich habe erwartet, dass halt noch ein Bonus-Zwischenraum kommen würde und dass ich dann da oben rauskomme. Man kommt einfach sofort da oben raus. Was hat denn die Tür da oben dann überhaupt für einen Sinn? Die hat gar keinen Sinn. Weil das bringt ja nicht mal was, da oben rauszukommen, wenn es jetzt so wäre, dass man da auf einem anderen Pfad wäre da oben, um dann die Fahnenstange leichter oder überhaupt oben erreichen zu können, dann wäre es okay. Aber das bringt ja überhaupt nichts. Man fällt ja trotzdem da nach unten hin, wo die andere Tür auch hinführt. What? Verstehe ich nicht. Naja, ich muss ja auch nicht alles verstehen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Beim nächsten Mal wird es dann noch hier in der vierten Welt weitergehen mit Level 4, 5, Level 4 Festung und vielleicht noch einem Geheimlevel aus Welt 4. Wer weiß, wer weiß. Aber mit Welt 5 dürften wir auch schon anfangen können. Also ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal auch wieder schön fleißig sind, einige Level schaffen und viele coole Challenges ich euch präsentieren kann. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.